Medien mit Weider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde vom Medien mit Weider Podcast. Als ich klein war, habe ich den Fernseher geliebt. Zeichentrickfilme, Wissenssendungen, Serien. Ich habe mir alles reingezogen, was auch nur ansatzweise eine Storyline hatte. Bis heute ist meine innige Liebesbeziehung zum Fernsehen bestehen geblieben und hat sich mittlerweile auch auf Kinofilme, das Radio und das Internet ausgebreitet. Und wer mit den Medien groß wird, der wird auch von ihnen geprägt. Wie die Kinder heutzutage von den Medien beeinflusst werden, klären wir im Laufe dieser Sendung mit folgenden Themen. Sie singt, sie grinst, sie will verkaufen, wie die Fernsehwerbung versucht, die Jugend zu umgarnen. Nix für Kinder, oder doch? Warum es in Deutschland so wenig Kinderradioprogramme gibt? Und Kopf einschalten bitte. Beim täglichen Umgang mit Medien bekommt die Medienkompetenz immer mehr Bedeutung. Mit dauergrinsenden Bilderbuchcharakteren, schlichtem Singsang, der sich schon beim ersten Anlauf in den Gehörgängen festsetzt und immer glücklichen, zuckersüßen Comic-Maskottchen mit überdimensionalen Kulleraugen. So soll Kinderwerbung schon die Jüngsten zu Konsumenten machen. Im folgenden Beitrag zeigen wir, wie Werbung auf die Kleinen wirkt, den richtigen Umgang damit und worauf Eltern vor allem achten sollten. Medien werden fast überall und zu allen Tageszeiten genutzt. Schon im Kindesalter beginnt der Medienkonsum. Besonders das Fernsehen gilt als zentrales Medium bei den 3- bis 13-Jährigen. Bis zu 1,5 Stunden am Tag sehen die Kids im Durchschnitt fern. Das ergaben stets die jährlichen Fernsehforschungen. Ein ständiger Begleiter, auch im Kinderprogramm, ist die Werbung. In jedem Fall sollen solche Spots natürlich Lust machen auf Bewegung, sollen farbig sein, sollen die Kinder aktivieren, sollen laut sein, vielleicht sogar musikalisch unterlegt, weil wenn Werbung keine Aufmerksamkeit generiert, also auch emotional die Kinder anspricht, dann wird sie auch nicht wahrgenommen. Doch können Kinder überhaupt schon Werbung vom TV-Programm unterscheiden? Sie können schon sehr gut differenzieren, was jetzt Werbung ist, was Sendung ist, wenn es nach dem Trennungsgebot auch einen klaren Schnitt gibt. Bei jüngeren Kindern, also jüngeren Schulkindern, wird es schwierig zu differenzieren. Die muss man also auch zur Werbeaufnahme erziehen. Man muss sie darauf aufmerksam machen. Bunt, lustig und vielversprechend, das sind die Spots auf jeden Fall. Sie lösen ein positives Gefühl aus und sollen auch schon bei den Kleinen zum Kauf anregen. Also innerhalb der Familie fungieren Kinder sicher als Kaufbeeinflusser und sie haben auch eine eigene Kaufkraft. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Kaufbeeinflusser insofern, dass wenn sie Werbung natürlich wahrnehmen, ja auch Wünsche entstehen. Aber es ist kein selbstregulierender Begriff, der uns als Eltern oder Großeltern zum Opfer der kleinen Kaufzombies macht. Mittlerweile werden Kinder regelrecht mit Werbung überflutet. Allein zwischen 12.000 bis 19.000 Spots sieht ein Kind im Durchschnitt jährlich. So wird die Kinderwelt schnell zur Markenwelt. Ich muss also mit dem Kind oder ja dann auch später mit dem Jugendlichen in der Kommunikation bleiben. Das ist ganz wichtig. Wenn ich das natürlich nicht tue, dann machen sich solche Werbeideen bei jungen Leuten auch selbstständig in Richtung sozialen Gruppen, Modemarken, über Testimonials, über werbliche Figuren. Das kann dann schon passieren, dass man dann ein bisschen mehr Fürsorge walten lassen muss und sagen, du, dazu müssen wir uns einfach mal unterhalten. Im Internet gibt es zum Beispiel von den Landesmedienanstalten und vom Bundesministerium zahlreiche Hinweise, wie man Kindern den Umgang mit den Medien erlernen kann. Werbung ist nichts Schlechtes, sie ist ja auch positiv angelegt, sie kann unterhaltsam sein, sie kann witzig sein, aber wir müssen die Kompetenz herausarbeiten, dass sie nicht immer die Wahrheit sagt, sondern dass sie die geschönten Zeiten zeigt. Wenn es nach den Werbetreibenden geht, klemmen Kinder zwar regelmäßig vor der Glotze, aber nicht vom Radio. Das zumindest lässt sich vermuten, wenn wir uns anschauen, wie spärlich gesät die Hörfunkprogramme für Kinder in Deutschland sind. Warum das Radiomachen für die junge Zielgruppe sowohl finanziell als auch inhaltlich ganz schön anspruchsvoll ist, verraten wir euch jetzt. Die Mehrheit deutscher Radiosender haben eins gemeinsam. Sie sind für Erwachsene konzipiert und nicht für Kinderohren gemacht. Kinder sind viel wissbegieriger, als viele Eltern denken. Durch Hören und Vorstellungskraft fördert Radio die Fantasie der Kleinen. Wir spielen den Kindern auch keine heile Welt vor. Aber das, was manchmal in den Erwachsenenmedien geboten wird, das würde mich als Eltern schreiend davonlaufen lassen. Wenn ich die Kinder ungeschützt und ungefiltert ein Programm angucken lasse, werde ich im Zweifelsfall keine guten Ergebnisse haben. Grund für die geringe Anzahl von Kinderradios ist vor allem die schwere Refinanzierung über Werbung. So Thorsten Bierenheide, Programmchef von Radio Teddy. Sogar in den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es trotz Finanzierung und Bildungsauftrag wenig Angebote.
Ich glaube, dass der Bereich Kinder keine große Lobby in den großen Medienhäusern hat. Damit lässt sich einfach kein Geschäft machen. Es ist in vielen Funkhäusern, auch der ARD natürlich, nach wie vor so, dass der Kinderfunkbereich keinen großen Stellenwert hat. Im Jahr 2010 zum Beispiel stellte der Hessische Rundfunk sein Kinderradio ersatzlos ein und übernahm ein kleines Sendefenster bei Deutschlandradio Kultur. Ein weiteres Problem? Die Inhalte müssen die Kleinen ansprechen, kindgerecht aufgearbeitet und vermittelt werden. Das ist eigentlich eine wirkliche, echte journalistische Herausforderung. Anders als bei erfolgreichen Mainstream-Programmen, die vielfach natürlich auf Dinge zurückgreifen können, die funktioniert haben, betritt man doch beim Kinderradio öfter mal Neuland. Kinderradiosendungen werden viel kritischer betrachtet, sowohl von den Eltern als auch von den Kindern selbst. Vertrauen ist hier sehr wichtig. Man kriegt doch sehr viel ehrliches und spaßiges Feedback. Also da kann man sich eben nicht durchmogeln. Trotz aller Schwierigkeiten bei der Produktion von Kinderradios, das Medium sollte immer weiter vorangetrieben werden. Wir machen es eben halt so, weil wir sagen, okay, Kinder brauchen Radio. Radio ist nicht tot, sondern hat eine tolle Zukunft. Aber man muss Kinder eben halt daran führen. Das macht man am besten auf Augenhöhe und in der Welt, in der sie sich gerade befinden. Ein Knopfdruck und ich kann sehen, wie ein Schüler aus dem Nachbardorf über Nacht zum gefeierten Popstar wird. Ein Klick und ich weiß, wie ich aussehen muss, um endlich auch mal hübsch und cool zu sein. Sich von den Medien blind berieseln zu lassen, ohne zwischenzeitlich die Motive der Medienmacher zu hinterfragen, kann besonders für Kinder und Jugendliche gefährlich sein. Darum ist es wichtig, dass sie lernen, wie die Medien tatsächlich ticken. Und hier sind vor allem die Eltern gefragt. Die sogenannten Digital Natives können sich meist eine Welt ohne Internet und Social Networks gar nicht mehr vorstellen. Den sicheren Umgang vor allem mit den digitalen Medien müssen Kinder und Jugendliche trotz ihrer Affinität allerdings erst lernen. Ja, der richtige Umgang mit den Medien, den können Kinder und Jugendliche natürlich nicht von vornherein wissen. Also da verlangt es schon natürlich eine Sensibilisierung dafür. Das kann durch Eltern, Lehrer, weitere Pädagogen stattfinden. Und da ist es auch wichtig, die Kinder zu begleiten, zu betreuen. Gerade der Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten ist ebenso unzureichend wie etwa die Aufklärung über soziale Probleme innerhalb der Netzwerke. Ein weiteres Problem bei sozialen Netzwerken ist Cybermobbing. Das ist eine neue Form des Mobbings. Mobbing spielt sich ja eigentlich in der Schule ab. Das ist eine geschlossene Öffentlichkeit. Bei Cybermobbing hat man eben das Problem, dass es da keine Grenzen gibt, keine räumlichen Grenzen. Es kann also in der Schule, es kann auch zu Hause stattfinden und natürlich nimmt eine größere Öffentlichkeit daran teil. Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln, ist ein von Politik und Medienpädagogik gleichermaßen ernanntes Ziel. Schon Kinder ab 2 Jahren kommen mit Medien in Kontakt. Wir im SAEK führen sogar schon Medienprojekte in Kindertageseinrichtungen durch. Da arbeiten wir mit Kindern im Vorschulalter, 5, 6 Jahre schon zusammen. Und das liegt einfach daran, dass Kinder schon sehr frühzeitig Kontakt zu Medien haben. Also es gibt ja auch viele Kinderfernsehsendungen zum Beispiel für Kinder ab 2 bis 3 Jahren schon. Und da muss man natürlich schon ansetzen. Neben den Pädagogen sollten auch die Eltern aktiv an der Entwicklung von Medienkompetenz ihrer Kinder beteiligt sein. Eltern, Familien und auch das persönliche Umfeld der Kinder, Jugendlichen prägen natürlich auch das Nutzungsverhalten. Und ja, die Erwachsenen dienen als Vorbilder, das muss man ganz klar sagen. Also so wie die Erwachsenen die Medien nutzen, konsumieren, einschätzen, so wird es natürlich auch an die Kinder, Jugendlichen weitervermittelt. Fernsehwerbung, Radiosendung oder die neuen Möglichkeiten des Internets. Gerade Kinder lassen sich von den Medien prägen und faszinieren. Und diese Faszination scheint bei vielen von uns bis ins Erwachsenenalter bestehen zu bleiben. Sonst hätten meine Kommilitonen nicht so fleißig recherchiert. Ich würde mich nicht bereitwillig unter 6 Scheinwerfern toasten lassen. Und ihr hättet nicht auf den Medien mit weiter Podcast geklickt. Dafür übrigens nochmal besten Dank. Das war's erstmal wieder von uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.